geht, Leute, und herzlich willkommen zum Start von Forza Horizon 5. Einem Spiel, auf das ich mich wirklich extrem lange schon sehr gefreut habe. Und jetzt ist es endlich da, jetzt können wir reinstarten. Ich plane auch daraus, so eine Serie hier auf dem Kanal zu machen, also wirklich was Regelmäßiges. Das hängt aber natürlich voll und ganz von eurem Support ab. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne direkt zu Beginn mal einen Daumen hoch da. Vorweg möchte ich noch erwähnen, ich habe nie selber ein Forza-Spiel gespielt, das hier wird mein erstes. Ich habe aber einige Videos schon gesehen, ich weiß, wie das hier grob gleich funktionieren wird. Aber natürlich werde ich noch ein ziemlicher Noob sein jetzt zu Beginn, deshalb... Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwas, was ich unbedingt beachten sollte, schreibt das gerne in die Kommentare und dann verlieren wir auch keine Zeit. Starten rein. Ich freue mich sehr drauf. Hab schon viele Trailer gesehen, die unfassbar gut aussahen. Let's go. Und zuallererst können wir uns hier einen Spitznamen auswählen. Gibt's da irgendwie Kaya oder so? Ich bezweifle es mal sehr stark, weil eigentlich kein Mensch auf der Welt so heißt, außer mir. Ja, das gibt's auch tatsächlich nicht. Ach komm, dann hier Koala, das passt doch auch perfekt. Das nehmen wir einfach mal. Möchtest du diesen Namen wirklich wählen? Ja, das möchte ich tatsächlich. Und jetzt geht es los mit der Story, so wie es aussieht. Es scheint so, als würden wir direkt mal ein episches Intro bekommen. In Mexiko spielt das ganze Spiel ja, was, denke ich, eine sehr, sehr coole Kulisse ist für so ein Rennspiel. Das zeigt sich hier direkt mal. Heimat. Der wirklich schönste Ort der Welt. Das stimmt, das stimmt. Da kann man nichts dagegen sagen. Lustigerweise ist ja auch das Formel-1-Rennen jetzt am Wochenende in Mexiko. Haben wir schon die ersten geilen Autos. Da freue ich mich ja wirklich mega drauf, die ganzen Autos einfach auszuprobieren. Das wird richtig Bock machen. Tatsächlich, ja. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich auf der Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Das klingt doch ganz gut. Da habe ich absolut nichts dagegen. Boah, sind wir in diesem Flugzeug drin oder was? Ich habe mich schon gewundert, was das sollte. Boah, hier beginnt also unsere Reise in Forza Horizon 5. In einem Flugzeug werden wir da gleich rausgeschmissen. Ja, drücken Sie A, um ins Horizon zu springen oder was da gerade stand. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Auto wir hier haben. Irgend so ein SUV, wie es scheint. Wow, wie geil. Was für ein epischer Beginn. Aufgeheizte Stimmung. La Gran, irgendwas Vulkanon. Wie geil sieht das denn bitte aus? Einfach mal Lava da in der Mitte und außenrum Schnee, oder? Oder sieht das nur aus wie Schnee? Nee, ich glaube, das soll wirklich Schnee sein. Einfach nur mega. Und da geht es auch schon los. Da sind wir unterwegs hier in Forza Horizon 5. Also grafisch muss man, finde ich, jetzt schon sagen, dass das hier ein absoluter Banger ist. Das sieht mega gut aus. So, wie ich die Forza Horizon Spiele kenne, also nicht besonders gut, aber so ein bisschen ganz grob, fahren wir jetzt erstmal zu diesem Horizon Festival und bekommen hier halt so ein kleines Intro. Kamera können wir wechseln. Oh, und da ist doch anscheinend schon ein bisschen Konkurrenz für uns. Mal schauen, ob wir uns den Kollegen schnappen können. Oh, runter hier den Vulkan. Wow. Die Grafik haut mich echt so ein bisschen um. Das muss ich schon gestehen. Das ist einfach nur mega episch. Erreiche die Baja-Rundstrecke ist unser Ziel. Ich hoffe mal, dass wir das schaffen können, ohne uns hier völlig zu zerlegen direkt am Anfang. Oh, da driften wir den Berg herunter. Übrigens habe ich mit dem Gedanken gespielt, das Ganze hier auch mit Lenkrad zu spielen. Aber so wie ich es mitbekommen habe, ist das Spiel besser mit Controller. Falls ihr da was Besseres wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das ist so meine Information. Das ist natürlich gar nicht so einfach, hier direkt mal klarzukommen. Drücken Sie Y zum Zurückspulen. Nein, nein, das brauche ich natürlich nicht. Das war perfekt gemacht. Oh, hindurch, durch die Absperrung. Und da sind wir auch schon angekommen auf dieser Rennstrecke. Oh, und gehen jetzt in ein anderes Szenario, so wie es scheint. Hier werden mehrere Autos also gedroppt anscheinend aus diesen Flugzeugen. Oh, das sieht doch schon um einiges besser aus. Ist das ein McLaren Senna? McLaren Senna? Das sieht so ein bisschen danach aus. Jetzt sind wir auch erstmals auf der Straße unterwegs. Erreiche den Staubsturm. Da vorne kann man es schon sehen. Oh, und wieder bekommen wir hier ein bisschen Rivalität. Oh nein, Achtung, Häuser, passt auf. Oh, sorry.
Ah ne, mit einer Corvette fahren wir hier. Ich habe das Ganze übrigens gerade natürlich nur gemacht, um diese Rückspulfunktion mal zeigen zu können. Das ist ja völlig klar. Boah, kann man da wirklich unendlich zurückspulen? Okay, interessant. Hier würde ich gerne weitermachen. Und das machen wir auch tatsächlich. Sehr gut. Diesmal ein bisschen besser durchkommen hier durch diese Kurve. Und am besten nicht die Häuser da abräumen. Das wäre ganz cool. Oh, Kollege, der kommt da ganz schön gefährlich auf uns zu. Das Flugzeug ist da jetzt auch schon oben. Fahren wir jetzt gegen das Flugzeug? Oder was soll das hier darstellen? Ich weiß es nicht. Da kommen ein paar Porsches uns entgegen. Oh, aber einfach nur geil. Mir macht das jetzt schon mega viel Spaß. Oh, auch wenn meine Fahrskills das vielleicht nicht so ganz zeigen. Wir kommen dem Sandsturm da vorne immer näher. Müssen da anscheinend reinfahren, so wie es aussieht. Boah, das sieht ein bisschen gruselig aus. Hier endet die Straße einfach. Und wir sind jetzt unterwegs in diesem krassen Sandsturm. Und ich sehe wirklich gar nichts. Boah, Kurve. Vorsichtig, jetzt nicht hier irgendwo in den Kakteen da außen landen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Und dann haben wir es geschafft. Boah, das war geil. Jetzt kommt das nächste Szenario, oder? Ja, also das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, anscheinend spielen wir hier gerade noch verschiedene Charaktere und fahren halt diese ganzen Autos jetzt zum Festival. Und das sieht hier... Boah, ein paar Flamingos haben wir da. Das sieht ein bisschen mehr nach Offroad aus jetzt. Ja, ja, in irgendeinem Wald werden wir hier gedroppt, mitten in Mexiko. Dschungeldonner, boah. Geil, geil. Was für eine epische Atmosphäre einfach direkt hier zu Beginn. Wir sind hier mit irgendeinem alten Porsche unterwegs. Hindurch den Fluss. Oh, ich muss sagen, solche Offroad-Geschichten liegen mir nicht so ganz. Oh nein, nicht die Flamingos überfahren jetzt. Nein, die retten sich zum Glück. Das wäre ein bisschen traurig gewesen, die Kollegen mitzunehmen. Also Offroad-Sachen liegen mir nicht so optimal. Das ist ganz weit entfernt von der Formel 1 auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass wir das im Laufe dieses Spiels hier, wenn das wirklich viele Folgen haben wird auf dem Kanal, dass ich das immer besser hinbekommen werde. Weil cool ist es auf jeden Fall, hier so durchzudriften. Oder ein Baum. Ja. Haben wir alle nicht gesehen. Es ist halt echt leicht, die Kontrolle zu verlieren auf diesem Matsch. Und das ist auch nicht unbedingt ein Auto, was dafür ausgelegt ist, oder? Also Porsche ist jetzt nicht sowas, was man sich... an was man zuerst denkt, wenn man irgendwie Rallye im Kopf hat oder allgemein so Dirt-Rennen. Oh, aber trotzdem ist das natürlich ein verdammt cooles Auto. Eieiei, das ist hier schon ein bisschen anspruchsvoller als dieser Abschnitt da gerade mit der Corvette auf den ganzen Straßen. Oh, ein Hund! Was werden uns hier immer für Autos entgegengeschmissen? Das ist ja crazy. Ich weiß noch nicht, was das für Leute sind, gegen die wir da fahren. Oder ob wir überhaupt gegen die fahren oder ob die nur da sind, um das Ganze ein bisschen anspruchsvoller zu machen. Ich weiß es nicht. Aber es kann, denke ich, nicht ganz verkehrt sein, die zu schlagen. Oh nein, ich war falsch. Ich wollte zurück auf die Straße. Das ist so mehr mein Gebiet. Aber nein, wir müssen hier durch den Wald. Oh, und da haben wir das Flugzeug schon wieder. Erreiche den Tempel ist übrigens unser Ziel. Das lese ich ja jetzt erst. Oh, ein geiler Jump hier in den Fluss hinein. Puh, ich bin echt immer noch so ein bisschen geflasht von der Grafik. Das sieht schon echt einfach nur genial aus. Aber das muss man auch erwarten von einem neuen Rennspiel in 2021. Das ist klar. Highway zum Horizon. Das hört sich doch schon mal nicht so verkehrt an. Zum Horizon wollen wir auf jeden Fall. Das Auto hier sieht ganz ähnlich aus wie die Corvette, die wir vorhin hatten. Ist das vielleicht dieser McLaren Senna, an den ich gerade schon gedacht habe? Ah ne, es ist ein Mercedes. Ja, ich liege hier komplett falsch. Am besten sollte ich aufhören, hier irgendwelche Autos zu erraten. Aber das Auto hat auf jeden Fall auch was. Ist das nicht irgend so ein Prototyp? McLaren, heißt der nicht irgendwie McLaren, sage ich schon. Mercedes F1, heißt der nicht irgendwie so sogar? Ich bilde mir ein, da mal was gesehen zu haben. Das ist Mexiko, allerdings. Oh, wir sind der Superstar hier, ja? Okay, davon weiß ich noch nichts. Davon hat man auch noch nicht so viel gesehen, was die Fahrskills angeht. Aber anscheinend sind wir das hier für die Leute. Außenrum vorbei da an dem Kollegen. Das war nicht schlecht. Ja, das Auto fühlt sich schon mal direkt viel besser an als dieser Porsche gerade. Das könnte auch an der Straße liegen natürlich. Und daran, dass wir jetzt nicht mehr in irgendeinem Wald unterwegs sind. Da schlüpft er aber wieder durch. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich würde schon gerne als Erster bei diesem Festival ankommen. Das wird aber schwierig. Das sind ganz schön viele Jungs, die hier gegen uns unterwegs sind. Boah.
langsam. Übrigens ist die Musik ganz schön laut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich würde die aber fast ein bisschen runterstellen, ehrlich gesagt. Das habe ich jetzt auch einfach mal gemacht. Das Wichtigste und Genialste sind ja immer noch die Motorengeräusche und nicht die Musik. Ich finde es ganz cool, wenn die so ein bisschen im Hintergrund am Start ist, das auf jeden Fall. Aber die Autos sollten hier schon noch im Mittelpunkt stehen. Oh, und jetzt scheinen wir so langsam anzukommen, oder? Oh ja, das sieht nicht ganz so verkehrt aus. Überholen wir hier alle? Ja, sehr cool. Boah, unter dem Flugzeug durch mit unserem geilen AMG. Alter, wie tief fliegt denn der da? Horizon Festival steht auf dem Flugzeug. Oh, und jetzt können wir uns erstmal einen Charakter erstellen. Gibt's da irgendwas, was mir halbwegs ähnlich sieht? Mal schauen. Das hier ist vielleicht nicht ganz so weit entfernt zumindest. Oh, lol, man könnte sich hier sogar Prothesen auswählen. Das ist interessant. Habe ich so noch nie gesehen in dem Spiel. Oh Gott. Für Koala, ja. Perfekt. Perfekt. Wir sehen auch aus wie der letzte Dulli eigentlich, dafür, dass wir hier so ein Superstar sind. Aber das Auto ist cool. Immerhin. Und es geht direkt weiter. Oh, ein Königseck. Das sind natürlich totale Maschinen. Ah, das war auch das Auto, gegen das wir gerade schon gefahren sind, oder? Der Weiße. Ich habe da nicht ganz erkannt, was das war. Ich liebe Spanisch, muss ich sagen. Ich verstehe da zwar so gut wie kein Wort, aber das ist echt eine geile Sprache. Wenn ich mir eine aussuchen könnte, die ich fließend sprechen wollen würde, dann wäre es, glaube ich, auf jeden Fall Spanisch. Ah, da sind die ganzen Autos, mit denen wir gerade hierher gefahren sind. Interessant. Welches führst du zuerst aus? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, wir können uns tatsächlich jetzt entscheiden. Einmal haben wir hier ein Supra, was ja so ein bisschen so ein Meme-Auto ist auf Insta und überall, das kennt ihr bestimmt. Einen Ford Bronco und einen Chevrolet Corvette. Ja, komm, da nehmen wir natürlich die Corvette, ne? Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Oh, wir können uns ein Nummernschild hier erstellen. Na, das ist doch mal cool. Ich find's cool, dass man hier direkt zu Beginn so viel customizen kann. Das gefällt mir immer sehr gut. Akzeptieren wir das Ganze. Und dann geht's jetzt hoffentlich so richtig los. Diese erste Folge, das war klar, das ist halt so ein bisschen Story, ein bisschen unspektakulär noch. Und noch nicht das richtige Spiel. Das ist halt so die Einführung. Aber ist trotzdem geil und gefällt mir allein so schon. Oh, hier haben wir die Map anscheinend. Okay, das erste Schaurennen auf gut Glück, ja, das ist, glaube ich, eine gute Bezeichnung. Und da müssen wir jetzt erstmal hinfahren, oder? Ich glaube, so funktioniert das Spiel auch im Prinzip. Man kann hier halt verschiedene Autos ausprobieren und hat dann auf dieser Weltenkarte, die wir gerade gesehen haben, die verschiedensten Events, zu denen man dann fahren kann, bei denen man dann Punkte verdienen kann, mit denen man sich weitere Autos holen kann. Also, echt geil. Und was sind das für Leute? Sind das... Ja, komm, hör auf zu reden. Ich hab's verstanden. Sind das echte Fahrer hier oder... Oh, sorry. Sind das echte Fahrer oder Bots? Ich glaube Bots, so wie es aussieht, oder? Ey, der Typ redet ja ohne Ende. Come on. Ja, ich muss sofort los. Besser ist es. Besser ist es. Langsam konnte ich dich nämlich echt nicht hören. Oh, nein. Alles gut. Aus dem Weg. Nein. Das war Karma. Dafür, dass ich den da reinschieben wollte in das andere Auto. Da sind wir angekommen bei unserem ersten richtigen Rennen. Hoffentlich können wir gut abschneiden. Das wäre auf jeden Fall ein guter Anfang natürlich. Direkt mit einem starken Rennen hier reinzustarten in dieses Spiel. Wieder fliegen wir aus dem Flugzeug raus. Was hat das Spiel denn mit diesen Flugzeugen? Ich weiß es nicht so ganz. Wahrscheinlich sieht es einfach nur cool aus und deswegen ist das hier so oft dabei. Oh, was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Können wir uns wieder ein Auto auswählen oder was? Oder ich dachte, wir können mit der Corvette da jetzt fahren. Aber anscheinend nicht. So habe ich das ganze Zeug hier übrigens mal eingestellt. Die Driver-Tal, also die KI-Schwierigkeit auf überdurchschnittlich. Da gibt es noch einige Stufen darüber. Aber ich denke, das ist für den Anfang ganz gut, das so zu machen. Und dann legen wir auch schon los mit unserem ersten Rennen oder ersten richtigen Rennen. Und das wird wahrscheinlich so ein Dirt-Ding, oder? Wenn wir hier schon so ein Rallye-Auto haben. Fahren wir gegen das Flugzeug. Position 4 von 4. Okay, ich sehe noch nicht so wirklich Gegner. Und natürlich haben wir auch keine Chance gegen ein Flugzeug mit dem Ding. Sag mir nicht, dass wir jetzt gegen das Teil hier fahren. Oh nein, wo geht's hier lang? Wo geht's lang? Ich weiß es nicht. Nein. Oh Gott. Was tue ich hier? Was tue ich hier? Das ist völlig falsch gewesen. Okay. Das war komplett falsch. Das war da aber auch schwer zu erkennen, wo man lang muss. Oder vielleicht war ich auch einfach nur zu dumm. Ich habe ja gesagt, ich bin ein absoluter Forza-Noob, aber hab mega Bock, das Spiel auszuprobieren und besser zu werden. Die Fans im Stadion toben. Wie kann man dieses Talent schlagen?
Mal sehen, was uns noch erwartet. Okay, also ich würde bisher noch nicht sagen, dass wir ein Talent sind. Nach dem, was wir hier in diesem Rennen gezeigt haben. Aber okay, wenn du das so siehst, Alter, dann nehme ich das gerne mit. Ey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Okay, da kommt da wahrscheinlich gleich was rausgejumpt aus dem Flugzeug, oder? Oh, ja, boah, das sind Motorräder. Lol. Oh, Kurve. Nein, jetzt kommen wir hier in irgendeine Stadt mitten in Mexiko. Oh, das wird schwer hier durchzukommen. Das müssen wir aber schaffen. Eieiei, da kommen uns hier die Motorräder um die Ohren geflogen. Ja, ja, das war nicht verkehrt. Boah. Die zerstören hier einfach die komplette Stadt. Ah, ganz netter Drift. Schade, dass wir da die Wand mitgenommen haben. Eieiei, was machen die da? Ich weiß es nicht. Aber wir kommen da aber nicht so wirklich näher. Ich würde das Ding hier schon gerne gewinnen. Je besser man abschneidet in den Rennen, desto mehr Belohnung und desto mehr Credits bekommt man natürlich, mit denen man sich dann coole neue Autos kaufen kann. Von daher würde ich hier schon gerne das Ganze an der Spitze beenden. Wo fahren die Jungs denn lang? Ich weiß es nicht. Ist ein Biker verschwunden? Ja, das sah ganz so aus. Das waren doch zwei, oder? Hat der eine den voll abgeräumt? Kann das sein? Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt nur noch einen vor uns, anstatt von dreien. Das ist doch nicht verkehrt. Obwohl, nee, da tauchen die Jungs wieder auf. Oh, und die zerstören hier völlig alles. Ey, was sind das denn für Wahnsinnige? Was für Leute hat man hier auf uns losgelassen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, wir sind auch schon bei 83% Renndistanz. Lang ist es nicht mehr. Also irgendwann müssen wir da mal vorbeikommen, wenn das noch was werden soll. Oi, oi, oi. Was? Alter, was zur Hölle? Der fliegt da einfach weg mit so einem Anzug. Interessant. Er ist aber trotzdem schneller als wir. Man kommt da echt kaum vorbei. Ich weiß nicht, ich fand jetzt nicht, dass das so schrecklich war, aber wir hatten ja absolut keine Chance gegen die Jungs. Oder ist das so gescriptet, dass man das gewinnt? Ich weiß es nicht. Den Typ mit dem Wingsuit, da haben wir auf jeden Fall noch überholt. Beendet Erster, ja, okay. Wir waren eigentlich nicht Erster. Das glaube ich nicht. Stunt-Team, knapp hinter uns waren die natürlich, ja klar. Hat man ja gesehen, dass das ganze Rennen über waren die meilenweit hinter uns. Am Ende ist es nochmal knapp geworden, weil die rangekommen sind, aber sonst waren wir völlig dominant. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, cool, ein Ford Escort RS war das. Nimmt man mit, so als erstes Auto zum Einstieg ist das nicht verkehrt. Aber da werden schon im Laufe der Zeit krassere Sachen dazukommen. Lamborghinis werden wir hier haben, Bugattis, Ferraris und was weiß ich, wie sie alle heißen, die ganzen Luxusautos. Das wird nochmal natürlich cooler als mit dem. Die Corvette hier gehört auch uns, oder was? War das wie so ein Geschenk, mehr oder weniger? Ah, hier sieht man auch alle Autos, die wir aktuell besitzen. Das sind die drei, die da am Anfang zur Auswahl waren. Der Supra, dieses Ding hier und die Corvette, die wir ja ausgewählt haben. Und auch das Teil haben wir jetzt bekommen. Ah, cool. Und wow, der ist sogar voll viel wert. Ich glaube, da unten, die 500k, die da stehen, das ist der Wert des Autos, oder? Verstehe ich das richtig? Fuhrpark, was ist das? Das sind alle Autos, die du je hattest. Aber okay. Ein paar Lücken hat deine Sammlung schon. Dagegen solltest du was tun. Die hat noch ganz schön viele Lücken. Alles andere wäre auch echt eine Überraschung. Ich muss mich hier erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Alter, noch drei weitere Acura. Ah, okay. Hier sehen wir die ganzen Automarken, die es gibt im Spiel. Und jeweils alle Autos, die es dort gibt. BMWs zum Beispiel gibt's sehr, sehr viele. Und ich denke mal, dass die Autos dann auch hier dabei sind, wenn wir sie verkaufen sollten. Also von hier aus können wir nicht dann in die Autos einsteigen und mit denen fahren, aber man sieht halt alle und kann so die Sammlung immer weiter und weiter vervollständigen. Insgesamt gibt es 534, was? Wow, das ist eine ganz schöne Menge. Heftig, heftig, ja, ganz schön viele Lambos auch. Ich denke, das wird so das Erste sein, was wir anpeilen werden, oder? Einfach irgendeinen geilen Lambo uns zu holen. Das ist, denke ich, so das, weiß ich, an Lamborghini, wenn man das hört, denkt man einfach direkt an Luxusauto, an geilen Rennwagen. Das wäre, glaube ich, zum Start nicht so verkehrt, wird aber auch nicht billig. Da müssen wir noch ein bisschen was tun, um die Kohle wirklich zu haben. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Was ist das hier zum Beispiel? Das können wir... Ah, ne, unerschwinglich. Wo sieht man denn, wie viel wir haben? Ah, verfügbare Punkte 0. Und das hier sind so wie... Was sind das für Dinger? Ich weiß es nicht. Einfach so Verbesserungen für das Auto, oder? So Upgrades mehr oder weniger. So verstehe ich das zumindest. Ja, ja, das hier sind einfach so Kleinigkeiten, die das Auto ein bisschen besser machen, aber die jetzt nicht wirklich die Performance mega boosten. Irgendwo muss man das da auch noch tunen können.
Okay, das sind anscheinend Tunings, die andere gemacht haben für dieses Auto, oder? Ja, und da sieht man auch, was sich verbessern würde. Die Höchstgeschwindigkeit geht zum Beispiel von 283 auf 400 km/h mit dem hier. Wow. Oh, ja, okay. Umsonst bekommt man es nicht. 100.000 Credits würde das Tuning kosten. Das können wir uns jetzt noch nicht leisten. Das war's jetzt an dieser Stelle aber auch schon von dieser ersten Folge von Forza Horizon 5. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt unbedingt Tipps in die Kommentare. Schreibt rein, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich habe aber auf jeden Fall Bock. Ich finde, diese erste Folge macht Lust auf mehr. Das Spiel macht mega Spaß und es wird ja erst in den nächsten Folgen so richtig losgehen, wenn ich das Ganze hier ein bisschen besser verstanden habe und wenn wir wirklich Zugriff haben auf mehrere Dinge. Aktuell können wir ja noch nicht wirklich viel machen. Das sollte echt richtig cool werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.